Hier ist Antik kein Schimpfwort, sondern die Kunst. Die Bonner Universitätsstiftung hat die Stipendiaten und Förderer des Deutschlandstipendiums ins Akademische Kunstmuseum geladen. Im ältesten Museum Bonns können die Geförderten die Menschen kennenlernen, die es überhaupt erst möglich machen, dass ein Stipendium über 300 Euro monatlich zustande kommt. Ich finde es auf jeden Fall eine enorme finanzielle Entlastung, weil man auf jeden Fall einen stärkeren Fokus nochmal auf sein Studium legen kann, wenn man nicht noch einen Nebenjob haben muss. Das Besondere am Deutschlandstipendium: jeder, der spenden möchte, ist mit 150 Euro pro Monat dabei. Die andere Hälfte zahlt die Bundesregierung. Der Förderer hat außerdem noch die Möglichkeit zu bestimmen, für welchen Fachbereich er spenden möchte. Und kann sich bei Veranstaltungen wie dieser davon überzeugen, dass das Geld gut investiert ist. Wir erfahren, dass die Studierenden erfolgreich sind, dass sie ein Stück weit auch frei von, ja, sage ich mal, im weitesten Sinne finanziellen Sorgen ihrem Studium nachgehen können und es zielgerichtet und auch zügig dann durchführen können. Die Universitätsstiftung übernimmt die komplette Verwaltung. Sie stellt auch sicher, dass das Geld nicht nur bei besonders begabten, sondern auch gesellschaftlich engagierten Studenten ankommt. Jeder, der bereit ist, dieses Geld für den Zweck in die Hand zu nehmen, ist uns willkommen. Es ist ja gerade der Sinn des Stipendiums, dass die Gesellschaft eine Möglichkeit hat, auch für relativ kleines Geld einen hoffnungsvollen Nachwuchsakademiker zu fördern. Und das geht manchmal sogar noch über das Finanzielle hinaus. Hätte auf jeden Fall die Möglichkeit, zum Beispiel ein Praktikum zu machen bei seinem Förderer. Herr Wesser hatte das auch schon angeboten, freundlicherweise. Und ich glaube, das passt schon ganz gut dann auf jeden Fall mit dem Förderer, den ich an die Seite gestellt bekommen habe. Die Förderer wiederum zeigen so, dass sie offen für den Nachwuchs sind und lernen als netten Nebeneffekt die Uni besser kennen, wie das Akademische Kunstmuseum eben. Es ist eine schöne Gelegenheit, das zu sehen, was so die Uni alles für Schätze in ihren Räumlichkeiten birgt. Ja, es ist ja frei zugänglich, man könnte ja privat hingehen, aber irgendwie finde ich zumindest die Kurve, hier hinzukommen. Und deswegen bin ich eigentlich dankbar, heute hier nochmal wieder etwas gehört zu haben. Und damit meint er sicherlich nicht nur die Infos über die antike Kunst, sondern auch von der akademischen Zukunft.